So, welcome back auf die Insel, wo sich der Master Zhang befindet. Tolle Beschreibung, hier brauchen wir Schlangen. Und bitte nicht die Riesenschlange dort im Ecken attackieren. Weil, also die man vorhin gesehen hat. Ich hoffe, ja, die dort hinten, dort. Diese Riesenschlange ist ein krasser Boss, also bitte nicht so nah ran. Ich weiß auch nicht, ob die Akku ist oder nicht. Die wird euch ganz bestimmt one-shot, deswegen, ja. Wir machen erstmal diese Schlangenquest, bevor wir das Esoterika holen gehen. Weil ich bin mir nicht mehr sicher, was das Esoterika war. Ich glaube, ein Boss. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Also bitte nicht glauben, was ich da erzähle, weil ich mir ja nicht sicher bin. Ist natürlich super. Oh mein Gott, man hört schon wieder ein Flugzeug. Was ist denn hier los? Jeden Tag Flugzeug oder was? Manchmal höre ich um 23 Uhr abends, wenn ich im Bett liege, sogar noch einen Helikopter. Man könnte ja meinen, ne? Wo lebe ich denn hier? Ich lebe in einem Kuhdorf und ich höre Helikopter um 23 Uhr nachts. Was ist los mit dieser Welt? Mit dieser falschen Welt. Mit dieser falschen Welt. Ach, meine Güte. Mein Speed of the Moon ist auch bald weg. Ich merke auch irgendwie gerade wenig davon, weil ich den Debuff drauf habe, aber egal. Ja, diese Schlangen, die sind recht böse. Muss man schnell killen, sonst kriegt man wieder Gift ab und Gift ist sehr schlecht wieder für uns. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Oh mein Gott. Es geht gerade richtig ab mit dem Flugzeug. Irgendwann habe ich mal gelesen tatsächlich, dass ein Flugzeug in ein Wohngebiet gestürzt ist oder so. Dachte ich, spinne, ey. Ah nein, wir haben schon wieder Gift abbekommen. Wer hätte das gedacht? Aber wir sind fertig. Da gehen wir mal ab. Gehen wir mal ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Flugzeug. Das ist gerade richtig krass. Also Panyu. Pau-Yu, Panyu. Oh mein Gott, ich kann ihn mehr lesen. Der ist ja wieder dort bei der Insel. Ne? Ja, City of Misfortune. Gehen wir mal hin. Vielleicht kriegen wir direkt wieder unser nächstes Teil. Oder es kommt wieder eine Folge-Quest. Ich hoffe mal nicht. Oh Mann, wo landen wir hier denn? Was ist das denn für ein... Oh mein Gott. Jetzt ernsthaft, manchmal, wenn man Town Portal benutzt, ne? Ich frage mich echt, warum lande ich denn dort bitte? Das ist doch nicht in der Nähe, meine Güte. Das ist am A der Welt. Am A der Welt. Und jetzt kann ich wieder jeden Punkt abklappern. Das ist doch, oh mein Gott. Ich bin nur am Jammern. Und das Flugzeug hört einfach nicht auf, Lärm zu machen. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr. Doch, doch, doch. Hier, genau. Level up! So, ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Ich Wir haben eben den Boss gemacht. Esoterik auf Miss Fortune. Das ist so ein Schwamm. Ich habe mir Hilfe dazu geholt. Ja, dieser Schwamm, der stunt euch instant und deswegen ist es besser, wenn ihr jemanden habt. Aber ich glaube irgendwie, man muss den zuerst angreifen, sonst zählt das nicht in der Gruppe, ne? Also, wenn ihr irgendwie Probleme habt, dann fragt lieber jemanden, aber greift bitte zuerst an. Das war zumindest früher so. Es kam mir gerade direkt in den Sinn, als ich diesen Schwamm gesehen habe. Aber ja. Ich habe ja vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Aber man sah den Schwamm noch kurz. Das ist sehr gut. Wenigstens sah man den Schwamm noch kurz. Oh mein Gott, das Flugzeug. Und da ist jemand mit einem Motorrad. So geil. Violettes Motorrad. Und das teleportiert mich nicht. Weil ich kein Geld mehr habe. Ich muss warten, bis Teleportstein wieder im Einsatz ist. Im Einsatz bereit ist. Ah, meine Güte. Jetzt aber. Unglaublich, dass ich schon wieder keine Kohle mehr habe. Man hat so einen Geldmangel in diesem Spiel. Das ist nicht mehr normal. Hallo? Und wo ist mein Teil? Ich will jetzt nichts Falsches annehmen. Okay. Gehen wir mal dahin. Wieso müssen wir mit Old Shola reden? Das hat doch nichts damit zu tun. Warum schickt ihr mir? Warum schickt ihr mir so weit weg? Warum schickt ihr mich immer so weit weg, Pimmy?
Warum? Und da regnet schon wieder. So trübe Stimmung ist hier immer. Aber ich kann mich erinnern, dass ich hier oft Materialien abgebaut habe. An dieser Küste entlang gelaufen bin. Weil man da richtig viele Materialien zu bauen bekommt. Vielleicht sollte ich mal ein paar rote Quests machen. Die geben auch gut EXP. Aber die dauern halt ein Weilchen. Oder ich bewahre mir die noch ein bisschen auf. Aber viele Quests habe ich nie mehr, ne? Also sind auch schon wieder so viele verschwunden. Irgendwie traurig. Also, was willst du denn? Gibst du mir jetzt mein Teil? Nein, natürlich nicht. Ah, wir müssen Mobs hier töten. Warum denn hier? Mein Gott, ich muss die Flügel mal ausziehen, weil sonst fliegt die immer los und das nervt mich irgendwie. Ja, das sind diese Giant. Aber man muss schon wieder aufpassen, weil es gibt auch wieder Mobs, die genau gleich aussehen. Aber nur einen anderen Namen haben. Meine Güte, es ist schind schon wieder 6 Minuten um. Das geht zu schnell. Das geht viel zu schnell. Oh nein, wir werden Spiel verlangsamt, oder? Oh, ich hasse es. Warum? Ja, warum denn nur? Warum tut ihr mir das an? Warum? Meine Güte. Ah, mein Hals. Der Tee tut mir echt gut. Oder vielleicht eben auch nicht. Ach, Gottchen. Es gibt ja auch diese Pseudo-Ramen, ne? Diese möchte, also diese von Knorr. Möchte gerne Ramen, asiatisch Nudelsuppe, was überhaupt nicht asiatisch ist. Aber ja, das ist so widerlich. Man muss schon gucken, dass da asiatische Zeichen drauf sind. Vor allem asiatische Zeichen. Ich würde ja gerne mal so originalgetreu nachmachen, aber man muss, wie komme ich eigentlich auf Nudelsuppe? Aber egal. Man muss wirklich im Asia-Shop die Sachen kaufen. Und hier in dem Kaff gibt es natürlich nichts. Ja. Deswegen, es gibt zwar einen Internet-Shop, habe ich gesehen, der japanisches Zeug anbietet, aber natürlich total überteuert hier in der Schweiz. Wie kann man es auch anders erwarten, ne? Aber es sieht schon sehr originalgetreu aus. Gibt auch tatsächlich eine Ramen-Bar, so 40 Minuten weg von hier. Aber ist sehr, sehr, sehr teuer. Ist bestimmt so dreimal teurer als die Materialien, in Anführungszeichen sozusagen, kosten. Aber damit machen sie halt ihr Geld, sonst würde die Ramen-Bar ja nicht laufen. Und wenn die Preise hier so hoch sind, um überhaupt ein Lokal zu bekommen, dann wundert es mich gar nicht, dass die Preise so verdammt hoch sind. Warum vibriert eigentlich mein Boden? Ich glaube, die stampfen unter mir rum. Deswegen vibriert das irgendwie. Ja, ich werde mal zum Old Shoulder. Old Soldier, nicht Old Shoulder. Sorry, ich kann nicht mehr sprechen. Ja, und jetzt werde ich wieder hier hingeschickt. Wo ist denn hier die Logik? Mein Gott! Und hier stehen einfach random Leute rum. So richtige High-Leveler. Ah, sieh doch mal. Sieh doch mal hier. Sehen wir doch mal unsere neue Rüstung. Jetzt mal gucken, wie das aussieht. Ah! Sieht eigentlich ganz geil aus. Also, wenn ich keine Mode hätte, könnte ich es mit dem schon gut aushalten. Aber ich finde, die Mode ist total schön. Total schön. Ist trotzdem besser. Ist total schön. Ist trotzdem besser. So, irgendwie habe ich trotzdem keinen Bock mehr zu questen. Also, irgendwie ist das gerade eine richtige Flaute jetzt. Und ich glaube, ich werde nach Aschu gehen. Und meditieren, das kann man nämlich auch meditieren, da kriegst du AFK XP. Hab hier schon ein paar, in Nord-Aschu müsst ihr hingehen, habe schon ein paar Splitter, um zu meditieren. Das sind diese Scherben, Reflection Shard oder so. Ich werde gleich demonstrieren, wie das geht. Dann werde ich vielleicht sogar bis 47 meditieren. Das wird nicht lange dauern. Kann ich so einen Tag, zwei AFK rumstehen und dann fertig, locker 47. So, hier müsst ihr rein, Quest annehmen, bla bla bla, reden, dann werdet ihr reingeportet, dann könnt ihr einfach nur Start drücken, wenn ihr alle drinne habt. Ihr könnt mit Recharge kontrollieren. Und dann Start drücken und AFK sein. Wir werden dann im nächsten Teil sehen, wie hoch ich aufgestiegen bin.
Und ja, ich hoffe, ich habe dann mehr Quests und es ist ein bisschen mehr Action, weil jetzt ist wirklich gerade eine Flaute, wo ich keinen Bock mehr habe. Ganz ehrlich. Wir werden sehen. Also, tschüss.